Hier sollen wir diese Stammfunktion berechnen. Die Funktion e hoch x kann sofort umgeschrieben werden in e hoch x prim, denn die Exponentialfunktion mit Basis e ist gleich zu ihrer eigenen Ableitung. Jetzt sollen wir die Stammfunktion von diesem Produkt berechnen. Die zwei Faktoren sind Funktionen, von denen eine als Ableitung geschrieben ist. Das partiale Primitivieren besagt, man schreibe das Produkt dieser beiden Funktionen, aber ohne das Prim, und ziehe davon ab, die Stammfunktion vom Produkt dieser zwei selben Funktionen, wo aber dieses Mal das Prim auf die andere hüpft. Daher cos x prim. Die Ableitung von Cosinus von x, das ist minus Sinus von x. Das Minus setzen wir vor die Stammfunktion und mit diesem Minus, das da schon ist, wird das zum Plus. Also erhalten wir diese Summe. Und es bleibt zu berechnen, die Stammfunktion von e hoch x mal Sinus von x dx. Wieder dieses e hoch x kann geschrieben werden in Form von e hoch x prim. Das machen wir dann wieder partial. Man schreibe das Produkt dieser beiden Funktionen, aber ohne prim, und ziehe davon ab, die Stammfunktion vom Produkt dieser zwei selben Funktionen, aber wo dieses Mal das Prim auf die andere hüpft, so. Und Sinus von x Prim, das ist Cosinus von x. Also hier bleibt noch diese Stammfunktion zu berechnen, aber das ist genau die, die wir suchen. So sieht das aus wie ein Teufelskreis. Es sei denn, man denkt daran, diese Stammfunktion hier wegzunehmen und sie auf die andere Seite von diesem Gleichheitszeichen einer additiven Konstante nach zu setzen. So hat man links diese Stammfunktion plus sie selbst, also zweimal diese Stammfunktion. Und jetzt braucht man nur noch durch diese zwei zu teilen. Und somit haben wir die gefragte Stammfunktion gefunden.